Moin Leute und willkommen zurück zur nächsten Folge. So, löschen, nein, speichern ist besser. Zack. Und so, wir machen weiter hier in Greenwich. Wir gucken mal, die unsere Stadt wächst. Wir haben in der letzten Folge haben wir vor allem hier ein bisschen neue Landwirtschaft dazu gemacht. Da sind wir noch nicht ganz fertig. Dann am Ende werden wir natürlich auch wieder so ein bisschen Grünraum, Grünzeugs hier pflanzen und natürlich das mit Wegen verbinden und so weiter und so fort. Ja, diese Folge würde ich ganz gerne dort anschließen, wo ich letzte Folge aufgehört habe. So, wir können auch hier mal ganz kurz gucken. Hier haben wir, ach, guck an, Spezialbauten. Aha. Zufriedenheit bei Spitzenkräften. Carrefour. Kaufhaus. Spitzenkräfte, Führungskräfte, meine Fresse. Guckt euch das mal an. Wir haben hier riesen Kaufhäuser. Und da können sich endlich unsere Bonzen austoben. Das ist doch mal was. So, setzen wir direkt hier vorne irgendwo mit hin. Und am besten Supermarkt, Kodak Express Shop, Carrefour City, Ford Autohändler. Mittel, 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 Mittel. Meinetwegen auch noch der hier. So. Das ist doch gut. Denn sollten wir hier eigentlich auch für unseren Bonzensektor hier rechts, die haben nämlich hier einen Arbeitslosenanteil von 19%. Aber jetzt kommen hier nämlich freie Stellen auf den Markt und dann sollte das hier aber mal schleunigst runtergehen. So, was haben wir noch? Und die Dinger, die zahlen auch richtig Steuern, ne? Dürfen wir auch nicht vergessen. Können wir mal kurz abwarten. So, Führungskräfte. Gucken wir später nochmal. Bonus. Werbung. Haha, super. Rentabilität. Beschäftigungsgrad. Da, jetzt kommen auch die Führungskräfte hier ran. Wie sieht es denn eigentlich bei den Führungskräften aus? Ja, da sollten wir auch nochmal nachbauen. Ich guck gerade mal, wo ist denn da die nächste Stufe? Führungskräfte. Oh, 750.000. Naja, gut. Darauf können wir jetzt erstmal nicht warten. So, basteln wir hier eben nochmal was dazu. So, der speichert, glaube ich, auch ungefähr alle 20 Minuten. Dann können wir hier bei den Zipfel auch mal anfangen. So. Ja, ja, wir brauchen Führungskräfte. Ihr kriegt Führungskräfte, kein Problem. So, 11% Arbeitslosigkeit. Also, das hat noch immer nicht gereicht. So, 200... Steuern. 2300 Steuern. Das ist nicht schlecht. Verkaufte Ressourcen. Reduzieren Sie die Produktion. Ja, das ist schwierig. So, ich würde vielleicht Industrie... Naja, wir gucken eben nochmal ganz kurz bei Einzelhandel. Gibt es hier irgendwie Urlaubshotels? Nein, ich verstehe nicht, wer hier Urlaub machen möchte. Also... Außerdem ist das wieder nur also wir brauchen jetzt wirklich welche, wo Führungskräfte auch und natürlich vor allem Spitzenkräfte auch angestellt werden können. Großes Luxushotel. 2400 kostet das nur. Wir können ja auch mal eins hier so ein bisschen zentrumsnah hinbauen. Müssen ja nicht immer alle arbeiten. So, Freizeit. Was haben wir hier? Sport. Indoor-Golf-Simulatoren. Na, da freuen sich doch mit Sicherheit hier unsere Kollegen hier oben. Tierisch drüber. Zack. So, da sind Sachen, die wir uns nicht leisten können. Das kann ich ja, glaube ich, kann ich ja gar nicht glauben. So. Nebeneffekt Lärm. Ah, macht nichts. So, was haben wir noch Schönes? Paintball, okay. Kartbahn. Kulturelle Einrichtung. Da haben wir einen Kinokomplex.
Bedient Freizeitbedürfnis der Bürger gut. Hochwertiges Serviceangebot. Können wir eigentlich zwei Kinos? Hier vorne auch nochmal. Oder hier. Wir haben ja viel Platz gelassen. Wir können hier auch nochmal Querstraßen machen. Dann hätte man noch mehr Fläche. Aber wie gesagt, noch brauchen wir es nicht. Gut. So. Städtische Einrichtungen. Ja, so Updates von den Gebäuden, so wie jetzt bei Sim... Oh doch, Verbesserung. Ach, guck an. Schönes Ding. Ach, guck an. Ja, da müssen wir natürlich dann auch mal. Effizienz sehr hoch. Benötigte Arbeitskräfte. Ja, ich würde fast sagen, wir nehmen uns hier das fette Teil, oder? Nicht genügend Arbeit für Spitzenkräfte. Ja, das ändern wir jetzt. Keine Sorge. So, das wächst jetzt schön. Oh, bis das fertig ist, da gucken wir gleich nochmal vorbei. So, ansonsten gucken wir nochmal eben in den Industriesektor rein. Hohe Dichte, mittlere Dichte, hohe Dichte hier auch erst sehr, sehr spät. Spitzenkräfte niedrig, ja, das ist doof. Niedrig ist halt auch doof. Büro 500.000, das dauert auch noch ein bisschen, aber man könnte halt hier mittel qualifiziert, aber hier ist auch nicht viel Spitzenkräfte, ne? Also für Spitzenkräfte Arbeit zu finden ist schon nicht so einfach. Da muss man schon fast die Spezialbauten alle raushauen. Kodak Express. Führungskräfte sehr hoch, Spitzenkräfte auch, okay. Hat mich überzeugt. So, und wenn hier so Lücken sind, ne? Die füllen wir am Ende auch noch. Also das machen wir auch noch alles schöner. Okay. So, ich traue mich auch gar nicht auf den Verkehr zu gucken. Ach, guck, an Reisezufriedenheit. Ja, unzufrieden, ne? Ja gut. Buslinien haben wir ja auch. Da könnte man auch bald nochmal neue hinmachen. So, und wie sieht der Verkehr so in... Oh, das ist natürlich brutal. Aber also, naja. Man könnte auch bald über eine U-Bahn nachdenken. Aber ich glaube, eine U-Bahn... das dauert noch ein bisschen. Nee, gar nicht. Können wir schon. Großer Parkplatz, U-Bahnhof. Ja, also... Ja, ich weiß auch nicht. kümmere ich mich in der nächsten Folge drum, ne? Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Und dann in der nächsten Folge, dann bauen wir erstmal nochmal eine Buslinie hier für die neuen Gebiete. Oder ich würde halt erstmal warten, bis das hier fertig ist. Und U-Bahn, naja gut, U-Bahn wäre natürlich auch top. So, ansonsten gucke ich gerade mal Strom. Also Strom reicht immer noch nicht. Abfallverwertung auch nicht. Braucht Führungskräfte. Haben wir zu wenig Führungskräfte, sag mal? Immer noch? Na gut. Dann holen wir uns halt nochmal ein paar Führungskräfte ran. So, da muss ich auch mal wieder erst gucken. Erst 750.000, naja gut. Das wird wahrscheinlich auch so ein Maximalwert sein. Also man kann mit Städten hier locker bis 20 Millionen kommen, laut Publisher. Und naja, das werden wir mit der Stadt hier nicht schaffen, weil wir hier ja doch eher Landwirtschaft auch haben. Aber wir können natürlich bei anderen Städten gezielt darauf hinarbeiten, dass wir da richtig viele Einwohner haben. So. Ungelernte arbeitslos. Ja, das stimmt allerdings. Aber wir wollen ja auch, also wir können ja eben noch mal ganz kurz ein bisschen Landwirtschaft wieder dazu machen. Ich gucke auch gerade mal Handel, dass wir das hier erstmal wieder alles hinkriegen. Abfallverwertung mache ich gleich. Wasser, Strom. Mensch, das ist so doof.
Wir können auch noch ein paar ungelernte Arbeiter abgeben. Es macht natürlich mehr Sinn, die hier bei uns arbeiten zu lassen, als sie abzugeben, aber naja, noch können wir hier denen nicht die Arbeitsplätze bieten. Na gut, dann gehen wir hier vorne nochmal ein bisschen bei Obstanbau, Gemüseanbau. Müssen wir jetzt ein bisschen tricksen. So, wartet. Da müssen wir jetzt ein bisschen tricksen. So. Also. So. Fällt zu klein. Ach so. Na gut, dann machen wir so. Immer noch? Hä? Das ist doch nicht der Ernst von dem. Okay, wenn er das so will. Ja, jetzt haben wir halt nur... Ah, es ist einfach doof. Machen wir jetzt so und dann verbinden wir das gleich per Hand. Der wird jetzt wahrscheinlich eh erstmal rummeckern, aber interessiert mich jetzt mal nicht. So, jetzt ist es zu groß, na klar. Meine Herren. Och, Junge, meine Güte nochmal. Also manchmal ist es ein bisschen kompliziert. So, Transportwesen. So, Mittel. Einmal hier rüber. Zack. Und dann am besten auch nochmal so. Und jetzt dann bitte einmal Industrie, Lebensmittel und was weiß ich, Obstanbau hier als Beispiel. Man muss erstmal einen Anfang schaffen. Aha, na also, geht doch. Danach geht's dann besser. So, das Silo da sollte auch erstmal noch ein bisschen reichen. Von deinem Umfang her. Das kommt davon, wenn man wieder irgendwo anfängt. So, wir wollen hier nicht die Winkel überstrapazieren. So, dann gucken wir eben nochmal ganz kurz, wie sieht's aus. Dann könnte man hier wieder eins hinstellen, das passt ja perfekt. So, dann sorgen wir nochmal hier für so ein bisschen Arbeit. So, dann der hier unten. Gut, so, hier, zack, zack. Fällt zu groß. So. Dann können wir auch nochmal hier Viehzucht zum Beispiel. Mhm. So.
So, dann können wir wieder gucken. Hier, wie sieht's aus hier mit Silo? Okay, haben wir erstmal. Oh. Könnte man hier so hinbauen. Dann kreisen wir das mal eben ein. So. Winkel wieder zu klein. Mensch. So, ist besser. So, dann können wir direkt da links an die Grenze gehen. Ah, das ist jetzt wieder zu groß. So, diese Musik, da ist man dann auch immer ein bisschen relaxter. Das ist nichts Hektisches jetzt gerade. So, wunderbar. Nach unten ist jetzt auch nicht mehr so viel. Wir können das schon auch noch ausfüllen. Das ist kein Problem. So, ich bin mal gespannt, ob das geht. Ah ja, hat schon gereicht. Sehr schön, arbeitet. So, das kann jetzt hier nochmal lustig werden mit diesem hier. Ne, funktioniert. Perfekt. So, und hier vorne am liebsten dann auch nochmal. Lieber bis hier und dann einfach so. Jetzt haben wir da wieder die Probleme. So, machen wir direkt eine Straße. So, Leute, machen wir es einfach mal so, dass wir hier in der nächsten Folge hier nochmal weitermachen. Und dann, naja, das dauert doch immer ein bisschen länger, als man denkt. Ja, und nächste Folge, wie gesagt, hier weiter. Und ja, dann gucken wir mal. Wir kommen ja hier dann weiter. Ich denke mal, dass ich in der nächsten Folge noch nicht das Verkehrsproblem löse, sondern erst die Folge drauf. Ich hoffe, das ist für euch in Ordnung. Dann können wir in der nächsten Folge dann hier die Landwirtschaft den erstmal abschließen, die Arbeitsplätze. Und danach, dann können wir, wenn wir da noch ein bisschen Zeit haben, machen wir hier und da noch mal ein bisschen Deko. Die Wege müssen natürlich verbunden werden. Das ist ja auch schon mal viel Verkehr gut. Und danach dann auf jeden Fall eine neue Buslinie und auch, aber halt, wenn das Wohngebiet fertig ist. Und natürlich auch dann vielleicht eine U-Bahn. Also, macht's gut. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge. Und wenn es euch gefallen hat, Leute, gerne einen Daumen hoch. Würde mich wirklich sehr freuen, würde mir auch sehr helfen. Und ja, motiviert wirklich sehr, weiterzumachen. Und ja, danke fürs Zuschauen und bis dann. Wir sehen uns.